Wunderkind Audiobooks präsentiert The Fire We Make von Anja Omar, gelesen von Lilly Staub und Janosch Jung. Kapitel 1. Ethan. Willkommen im Sugarloaf, werden ich und fünf weitere Männer, die mit mir in Reihe stehen, begrüßt. Von einer kleinen, zierlichen Frau im weißen Businesskostüm, deren Lächeln ebenso künstlich wirkt wie das Blond ihrer Haare. Ihr Alter einzuschätzen ist aufgrund der Lagen von Make-up fast unmöglich. Ich wage es trotzdem und tippe auf 30, plus minus 2-3 Jahre. Mein Name ist Lilly, und einer von Ihnen wird mich zukünftig als Agentin haben. Alles, was Sie über das Sugarloaf wissen müssen, erfahren Sie gleich im Rahmen der Vertragsbesprechung, sobald Sie die Geheimhaltungserklärung unterzeichnet haben. Wer das nicht möchte, den muss ich bitten, unsere Räumlichkeiten jetzt zu verlassen. Es folgt eine bedeutungsschwere Pause, wobei Ihre eisblauen Augen mich sehr viel gründlicher taxieren als die anderen Typen. Ich verziehe keine Miene. Versuche nicht zu zeigen, dass alles in mir darauf drängt, hier wieder rauszumarschieren. Stattdessen kämpfe ich gegen den Impuls an und gewinne. Grandma Rose zuliebe. Sie braucht die Kohle. Ich kann sie nicht hängen lassen, auch wenn ich dazu meinen Körper verkaufen und Tess verraten muss. Endlich nimmt Lilly den Blick von mir. »Niemand?« fährt sie fort und nickt zufrieden. »Sehr gut. Sie werden dann jetzt von mir und vier anderen Agentinnen in einen separaten Raum gebeten. Mr. Anderson?« Meine Pulsfrequenz verdoppelt sich gerade. »Ja, Ma'am. Sie kommen bitte mit mir.« Ich folge ihr und finde mich einige Schritte später in einem weitläufigen Gang wieder. An dessen Ende erkenne ich bereits die Tür und ahne, dass ich meine moralischen Werte an der Schwelle abgeben sollte, wenn ich das hier durchziehen will. Nicht denken, nur machen und atmen. Denn scheiße, bin ich nervös. Besonders, da wir die Tür erreicht haben und die Klinke von Lilly heruntergedrückt wird. Mit einer ausladenden Armbewegung wendet sie sich mir zu, verzieht die rot geschminkten Lippen zu einem klebrig-süßen Lächeln und haucht: »Nach Ihnen, Mr. Anderson!« Wortlos nimmt Lilly an einem Riesenpult Platz. Es ist weiß. Wie alles in diesem Zimmer, was dem Ganzen den Charme einer Arztpraxis verleiht. Könnte aber auch an der Personenwaage, dem Körpergrößenmesser sowie dem Maßband auf dem pritschenähnlichen Sofa in der Raummitte liegen. Rechts davon befindet sich eine Vitrine mit Vibratoren, Dildos und anderen Sextoys. Ich schlucke hart und pflanze mich auf den Lederstuhl gegenüber von Lilly, die mir mit langen, filigranen Fingern einen Umschlag über die auf Hochglanz polierte Tischplatte schiebt. Wieder schweigend, aber der Blick sagt genug. Er ist fordernd, erwartungsvoll und forsch. Den Umschlag nehme ich an mich, hole ein Blatt hervor und beginne zu lesen. Verschwiegenheitserklärung zwischen Sugarloaf 3100 Hutton Drive, Beverly Hills, Los Angeles, California, 90210. Auftraggeber, in Klammern Sugarloaf.